Auf der Erde gibt es gerade sehr viel Unheil. Und es sieht so aus, als ob die Übeltäter davonkommen würden. Die Menschen, die Ungerechtigkeit ausüben, kommen vermeintlich mit ihren Plänen voran. Man könnte glatt die Hoffnung aufgeben, bei all der Schlechtigkeit, die auf der Erde passiert. Aber haben wir Allah subhanahu wa ta'ala, den Gerechten, vergessen? Der jede Sache sieht und mit jedem entsprechend seinen Taten abrechnen wird. Oft war es so, dass ein Volk eine böse Absicht, einen bösen Plan schmiedete. Und dieser Plan nach ihrer Ansicht auch aufging, jedoch die Folgen, die daraus entstanden sind, im Endeffekt nachteilig für sie waren. Als die Brüder damals auf Yusuf a.s. eifersüchtig waren und ihn in den Brunnen geworfen haben, ist der Plan aufgegangen. Doch aufgrund dieses Ereignisses wurde er a.s. später zum Getreideverwalter für Ägypten und dadurch mit seiner Familie wiedervereint. Pharaon hat Musa a.s. als kleines Baby bei sich aufgenommen. Und genau Musa a.s. hat Bani Israel gerettet und Pharaons Untergang herbeigeführt. Subhanallah, wie gewaltig Allah den Zustand ändern kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Sie planen und Allah plant. Und Allah ist der beste Planer. Makr bedeutet nicht nur Plan. Es hat eine weitaus tiefere Bedeutung. Jemand, der eine schlechte Absicht hat, eine List schmiedet, einen hinterhältigen Plan vorbereitet und jemanden arglistig täuschen möchte. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns mit dem Vers klar, dass wenn du jedes Mal eine Handlung ausführst, deren Grundlage eine böse Absicht ist, dass du genau in dem Moment Makr vollziehst und gleichzeitig in den Makr Allahs tappst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dich dasselbe trifft. Vielleicht heute, vielleicht morgen oder vielleicht in 20 Jahren. Das Gefährliche bei Makr ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich zuerst bestätigt und du denkst, dass dein Plan aufgegangen ist, weil du vorerst keine Konsequenzen für deine Handlungen erkennen kannst und eine lange Zeit keiner etwas gemerkt hat. Doch genau dann ereilt dich Allahs Makr. Allah sagt, sind sie denn sicher von dem Plan Allahs? Aber niemand kann sich vor dem Plan Allahs sicher fühlen, außer dem Volk der Verlierenden. Leuchtet das jenen nicht ein, die die Erde von ihren Bewohnern geerbt haben? Dass wir, wenn wir wollen, sie für ihre Sünden treffen können und ihre Herzen versiegeln, sodass sie nicht hören können? Allah Azza wa Jal macht uns unmissverständlich klar, dass wenn jemand einen hinterhältigen Plan hegt, dass Allahs Plan daraufhin ihn treffen wird. Es ist wie ein Boomerang. Du wirst ihn werfen und er wird mit noch mehr Wucht auf dich zurückkommen. Imam Shafi'i hat den Makr verstanden. Wenn du für 5 Dinar Zina begehst, wie bist du sicher, dass dann nicht auch bei dir zu Hause Abscheuliches geschieht? Es war ein Sohn, der seinen Vater geschlagen hat und ihn im greisen Alter aus dem Haus geworfen hat. Als dieser Sohn selber älter wurde, so wurde er von seinem eigenen Sohn geschlagen und aus dem Haus rausgeworfen. Subhanallah. Gaddafi hat sein Volk Ratten genannt. Kurz vor seinem Tod kam er aus einem Loch im Untergrund herausgekrochen, wie eine Ratte. Allahu Akbar. Jedes Mal, wenn du jemanden ärgerst oder beleidigst, betrügst, schlägst, verrätst und bloßstellst, so wisse, dass du gerade Makr machst. Und Allahs Makr wird dich eines Tages treffen. Es gibt eine sehr gewaltige Geschichte, die das Verständnis von Makr deutlicher werden lässt. Da war ein Junge, der ein Mädchen geschwängert hat. Daraufhin kam der Bruder des Mädchens und der Junge behauptete, dass es der Nachbar gewesen sei. Es verging einige Zeit, der Junge heiratete eine andere Frau und war mitten im Leben. Als er eines Tages nach Hause kam, fragte er seine Mutter, was los sei. Sie sagte, dass seine Schwester schwanger von dem und dem sei. Daraufhin ist er zu ihm hingegangen und wisst ihr, was der Junge ihm antwortete? Das war ich nicht, es war der Nachbar. Subhanallah, die ungerechten Herrscher von heute wird Allahs Makr sicher treffen, weil sie die Umma im Stich lassen und dir so großes Leid zufügen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala wird uns einen Ausweg geben. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, achte ganz genau, was du wem und wie sagst.
und auf welcher Absicht deine Handlungen beruhen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala kennt das Innerste unserer Herzen. Und er weiß genau, ob wir eine gute Absicht haben oder nicht. Macht Tauba bei Allah, dass er euch für eure vergangenen Makr-Handlungen vergibt, damit diese euch nicht in Zukunft treffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor seinem Makr bewahren.